Genau, heute geht es um Prüfen und Optimieren von älteren Heizungsanlagen. Das ist der Paragraph 60b. Hier mal einmal in der Übersicht, um was es geht. Das ist im Grunde die Nachfolge der NSemiMaV, die jetzt Ende des Monats ausläuft und einfach verschwindet, weil es ist ja nun eine Notverordnung gewesen. Und wer das GEG schon mal im Internet gesucht hat und auf der offiziellen Seite, wird festgestellt haben, dass der 60b gar nicht auftaucht in der Liste, weil der ja auch erst Ende des Monats in Kraft tritt. Das ist also einer der Paragraphen, die erst später in Kraft treten. Mit Ablaufen der NSemiMaV tritt im Grunde dann der 60b die Nachfolge an. Und deswegen kommen uns da so ein paar bekannte Sachen halt auch vor. Aber wir gucken uns das mal einmal im Detail an, wo da die Unterschiede sind und wo da die Gemeinsamkeiten sind. Wir starten wie immer mit der Zuständigkeit, mit der Pflicht. Was sind die Voraussetzungen? Die Voraussetzungen sind, wie bei der Wärmepumpenprüfung halt auch, mindestens 6 Wohneinheiten oder Nutzungseinheiten. Es muss sich um eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger handeln. Es darf oder darf keine Wärmepumpe sein. Und dann gibt es verschiedene Fristen, wenn es eine Heizungsanlage ist, deren Einbau nach dem 30.09.2009 stattgefunden hat, dann muss das nach 15 Jahren innerhalb eines Jahres eine Überprüfung stattgefunden haben. Und bei älteren Heizungsanlagen, also vor 1.10.2009, da muss diese Überprüfung bis zum 30.09.2027 stattgefunden haben. Also ein ganz klarer Zeitlauf für Mehrfamilienhäuser. Einmal halt innerhalb von 15 Jahren für die nach 2009 gebaut und bis zum 2027 für die älteren Anlagen. Also, das ist eine Information, die WEGs, die Verwalter halt benötigen, damit man die Dienstleistung auch anbieten. Welche Ausnahmen gibt es? Einmal gibt es eine Ausnahme in Nichtwohngebäuden, in Gebäuden mit Gebäudeautomation nach § 71a, also Heizungsanlagen größer 290 kW, da ist dann nachweislich zu führen, ob dass die da rausfallen. Klar ist denn hier die Wärmepumpe auch nochmal genannt als Ausnahme und Gebäude mit sogenannten Effizienzmanagement, die sind ausgenommen. Denn da geht man von aus, dass die Prüfung nichts bringen wird, weil sie halt einfach schon im Monitoring sind. Was bedeutet das, Heizungsanlagen mit Gebäudeautomation im Nichtwohngebäude nach 71a? Das ist einmal eine digitale Energieüberwachungstechnik, die installiert worden ist, und einmal ist der sogenannte Automatisierungsgrad B nach der DIN 18599 Teil 11 gemeint. Also digitale Energieüberwachungstechnik könnte so aussehen, dass sie halt direkt aufgeschaltet ist auf dem Browser. Oder es kann halt auch so sein, dass halt der Hausmeister sehen kann, jetzt hier in der Schule, wo halt gerade die Energie läuft. Also klar, das ist jetzt die Schule, wenn die Nutzungseinheiten jetzt nicht erfüllt, die Grundvoraussetzung, aber so könnte halt so ein digitales Energieüberwachungstechnik halt aussehen. Der Automatisierungsgrad B, das ist begegnet uns ja noch einmal im GEG. Da geht es halt darum, welche Regelungen halt dort verbaut worden sind, welche Pumpen, Lüftungen und so weiter und so fort. Also das findet man hier in so einer Art Tabelle in der 18599 und da sind dann halt bestimmte Voraussetzungen für die Regler gedacht. Und das bedeutet dann Automatisierungsgrad B. Und das ist dann die Ausnahme von dieser Prüfung und Optimierung. Aber darüber ist dann halt ein Nachweis auch zu führen. Genau, dann steigen wir schon mal ein in das Hauptthema. Also wir haben hier, das ist das Besondere, nämlich, oder der Unterschied zu NSemiMaV ist, wir haben bei der NSemiMaV ja eine Heizungsüberprüfung gemacht und Empfehlungen ausgesprochen.
Und hier ist jetzt die Optimierung mitgedacht worden. Das heißt also, wir haben hier eine Pflicht zur Optimierung. Die Frage ist halt, also wir müssen die Optimierung immer mitdenken. Und die Frage ist natürlich, können wir die Optimierung immer in jedem Fall machen? Das ist nämlich nicht, weil wir jetzt erst die Heizungsprüfung haben und die Heizungsoptimierung dann folgen soll, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass wir auch immer die Heizungsoptimierung auch so durchführen können. Das bedeutet, wir werden das nachher mal sehen, dass er auch, dann auch Mängel schreiben kann beziehungsweise sagen kann, ich muss nochmal wiederkommen, wenn ihr die Voraussetzungen geschafft habt. Aber gehen wir erstmal zu der Heizungsprüfung. Da haben wir zum einen die technischen Parameter, die Umwälzpumpe, die Rohrdämmung und das Absenken der Vorlauftemperaturen als Prüfparameter. Das heißt, unter dem Stichwort technische Parameter verstehen wir die Heizungsregelung und damit auch die Temperaturen wie Vor- und Rücklauf- und Warmwassertemperaturen zu prüfen. Die altbekannte Grafik jetzt hier nochmal von Bernd, die er uns mal zur Verfügung gestellt hat. Ich habe den Link getestet, der ist immer noch aktiv, toll. Es sind leider nicht mehr Videos zur Regelung hinzugekommen, deswegen vielleicht hier nochmal der nächste Aufruf. Also wer Lust hat, da ein bisschen Zeit im Keller hat und sich da an einer Regelung versuchen will, ich glaube, Bernd ist trotzdem froh, wenn sich einfach dieses Archiv sich etwas füllt. Ich hatte letztes Mal ja auch Störcode vorgestellt. Auch da lassen sich ja die ganzen Bedienungsanleitungen halt auch herunterziehen. Aber die Videos sind natürlich netter, weil die auch von Kollegen für Kollegen sind. Aber darum geht es um die Regelung. Also, natürlich halt, wie wir es aus der EnSEMA-MV kennen, zu identifizieren, was ist denn jetzt hier die Heizkurve, wurde die Heizkurve verstellt oder gar funktioniert die Regelung. Also zum Beispiel hier, das ist jetzt die Regelung halt auch der Schule, da ist sie halt ausgeschaltet. Wobei man muss fairerweise sagen, da ist ja natürlich die Fernüberwachung draufgeschaltet. Aber so sieht manchmal auch eine Regelung aus, dass die dann halt doch stark verstellt worden ist. Oder vielleicht auch nicht funktionsfähig ist. Der nächste Punkt sind die Umwälzpumpen, die zu prüfen sind. Da haben wir halt im Grunde die an unterschiedlichen Arten ungeregelte, die mehrstufige, ungeregelte, die elektronisch druckgeregelte oder sogar die elektronisch druckgeregelten Hocheffizienzpumpen. Das sind ja wohl Auslaufmodelle. Die mag es nochmal vereinzelt geben in solche Schätzchen. Wahrscheinlich sind die denn nur noch vereinzelt anzutreffen. Das sind die sogenannten ungeregelten Pumpen mit sehr, sehr hohen Energieverbräuchern. Und die frisst halt bis zu 700 Kilowattstunden im Jahr. Also, es ist schon enorm, was diese. Also, sie sind natürlich unverwüstbar, aber effizient sieht es anders aus. Bei den mehrstufig ungeregelten Pumpen, die kennt man halt auch noch, die sind auch noch zuhauf verbaut. Da gibt es unterschiedliche ja, Ausführungen in etwas sehr alt, ganz links, bisschen moderner in der Mitte und genau, rechts auch etwas moderner halt. Und hier sieht man halt ganz klar der Klassiker, dass sie auf 1 gestellt werden. Das wäre natürlich schön, aber meistens sind sie natürlich auf volle Kanne gestellt, nach dem Motto, muss er schnell warm werden. Das sind die mehrstufig ungeregelten Pumpen. Die elektronisch geregelten Pumpen, die können einmal so aussehen mit dieser LED-Anzeige, aber häufig auch sind das geräteinterne Pumpen, die verbaut worden sind. Die sind schon, sage ich mal, entsprechend schon eher den aktuellen Stand. Aber der neueste Stand, beziehungsweise die Hocheffizienzpumpen gibt es ja auch schon seit 2007. Also man muss sagen, das ist ein gut neuester Stand. Also 2007 gibt es die Hocheffizienzpumpen. Die sollen sich im Grunde durchgesetzt haben. Das ist auch das, was, sage ich mal, heute durch die Ökodesign-Richtlinie im Grunde vorgegeben ist. Also dieser Prüfpunkt, das ist natürlich klar, dass im Grunde die Umwälzpumpen heute alle so aussehen sollen. Also elektronisch druckgeregelte Hocheffizienzpumpen. Und hier sieht man halt Vilo und Grundfos mit den unterschiedlichen Einstellungen, teilweise 50 Kilowattstunden pro Jahr, weil die halt super effizient laufen. Also von 700
Kilowattstunden im Jahr. Bei der Uraltpumpe bis zur modernsten Pumpe 50 Kilowattstunden im Jahr. Das ist schon ein krasser Unterschied. Die Rohrdämmung und Armaturendämmung, anders wie bei uns bei unserer Feuerstättenschau, geht es jetzt ja hier auch Effizienzmaßnahmen. Das heißt also, hier gucken wir halt hin, welche Dämmung kann noch verbessert werden. Hier sieht man zum Beispiel auch ein offenes Fenster und hier den Verteiler der einzelnen Heizkreise. Also, dass man halt sowas noch findet, ist keine Seltenheit. Ne? Und aber auch halt solche Rohre, die halt einfach zum Teil ungedämmt sind oder Armaturblöcke, wie jetzt hier, sieht man halt eine Armatur, die halt da gut gedämmt ist, aber vorher und hinterher ist es im Grunde schlecht gedämmt. Oder so ein Block, eigentlich ziemlich gut gedämmt, aber in der Mitte, da wo es drauf ankommt, einfach frei. Es gibt selten mal Dämmungen, die einfach nicht ausreichend sind. Auch das ist zu prüfen. Das kennen wir eigentlich im Rahmen der Feuerstättenschau, beziehungsweise im Rahmen der Abnahme machen wir das ja auch. Also prüfen der Rohr- und Armaturendämmung mit Blick jetzt nicht, was sind die gesetzlichen Forderungen, sondern mit Blick, was kann man verbessern. Die Heizungsoptimierung, wenn es jetzt darum geht, also wir sollen ja nicht nur prüfen, also wir sollen nicht nur Maßnahmen prüfen, sondern wir sollen auch Maßnahmen umsetzen. Und da ist es einmal das Absenken der Vorlauftemperaturen und die Aktivierung der verschiedenen Regelungsstufen, also Nachtabsenkung oder Nachtabschaltung, Sommerschaltung, Urlaubserkennung und die Optimierung des Zirkulationsbetriebs, das Prüfen, das Einstellen der Umwälzpumpe. Auch das Absenken der Warmwassertemperaturen, das Absenken der Heizgrenztemperaturen und wir sollen natürlich dann auch den Eigentümer halt informieren über die Maßnahmen. Und hier überschneiden sich im Grunde dann auch Prüfung und Optimierung. Wir sollen einmal halt in unserem Prüfabsatz Absenken der Vorlauftemperaturen prüfen, also Hinweis auf Hydrauschenabgleich ist das eigentlich. Und wir sollen halt auch das Absenken der Vorlauftemperatur und die Optimierung der Heizkurve vornehmen. Ja. Und das haben wir eigentlich auch in der N7MAV-Schulung. Das ist nur 2 Jahre her. Im Grunde ist es eine Auffrischung und da sind auch einige Folien aus dieser Schulung jetzt übernommen. Das kommt jetzt uns immer wieder zugute, dass wir uns damit schon beschäftigt haben. Und im Kleinen wie im Großen ist das halt durchzuführen. Ja, dass man halt hier beim Einfamilienhaus hat man natürlich immer noch die besseren Möglichkeiten, weil der Nutzer Einfluss natürlich auch sehr stark ist und vor allen Dingen auch die Mitwirkung des Nutzers sehr stark ist. Und im Mehrfamilienhaus ist ja häufig auch auf maximal Komfort ausgelegt. Ich möchte nicht, dass die Mieter nerven. Dennoch ist es ja gerade die Herausforderung im Mehrfamilienhaus, den optimalen Punkt herauszufinden. Und deswegen sollte man sich die Heizungskurve sehr wohl anschauen, weil das Einsparpotenzial gerade beim Mehrfamilienhaus nochmal umso mehr ist. Also 5% Einsparung von wenig Verbrauch ist ja immer noch sehr wenig, aber 5% Einsparung von viel Verbrauch hat ja schon gleich einen großen Effekt. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich gerade auch im Mehrfamilienhaus diese Heizungskurven anschaut und in die Optimierung geht. Also natürlich mit der Kommunikation der Hausverwaltung, des Hausmeisterteams. Also auch hier gelten die Faustregeln. Gut wärmegedämmtes Haus mit Radiatoren kann eine Kurve 1 bis 2 aushalten. Ein gut gedämmtes Haus mit Fußbodenheizung wird man auch im Mehrfamilienhaus finden. Eine 0,3 bis 0,5, ein älteres Gebäude in freier Lage, 1,4 bis 1,6. Und wenn man jetzt das Niveau einstellen will, dann kann man natürlich auch sich vielleicht Referenzwohnungen aussuchen, dass man sagt, Mensch, ich habe mit einer Wohnung zu tun, die besonders gut kommuniziert, dann kann man diese Referenzwohnung halt auch nehmen, um den halt herauszufinden, wie die Niveauverschiebung sein muss. Also wenn die Raumtemperatur generell zu niedrig ist, das gesamte Niveau erhöhen. An besonders kalten Tagen die Neigung erhöhen. In der Übergangszeit zu gering und an kalten Tagen okay.
Niveau erhöhen und Neigung senken. In der Übergangszeit zu hoch und an kalten Tagen, okay, das Niveau senken und die Neigung erhöhen. Das heißt also, hier sind diese vier Faustregeln, die wir einfach umsetzen können, auch im Mehrfamilienhaus. Das gehört natürlich, da gehört natürlich ein bisschen mehr Kommunikation dazu, aber wir haben eigentlich seit der N7IV auch gelernt, wie man das so machen kann. Raum soll Wertvorgaben, zum Beispiel am Tag und reduzierter Betrieb, Party und Sparbetrieb, das sind halt dann auch unterschiedliche, sind unterschiedliche Vorgaben, die wir ja auch nochmal überprüfen sollen, ob die Zeiten überhaupt so in Ordnung sind. Die Aktivierung der verschiedenen Stufen, ob ich Nacht absenke, Nacht abschalte, das hängt natürlich stark mit der Fähigkeit des Gebäudes zusammen, Wärme zu speichern und bedeutet häufig halt auch natürlich manchmal auch eine Philosophiefrage. Und manchmal kommt man über Trial and Error ja auch zum Ziel. Wenn man jetzt im Bürokomplex ist oder in Schulen oder in Sporthallen, so wie ich da jetzt diese eine Sporthalle habe, kann man sich ja fragen, ob es immer sein muss zwischen 6 und 22 Uhr. So ist zum Beispiel die Regelung in der Turnhalle. Die ist 24, also die ist 7 Tage in der Woche zwischen 6 und 22 Uhr wird die einfach beheizt. Und ob es nicht da individuellere Möglichkeiten gibt, eine Beheizung zu machen. Das heißt also, von Nachtabsenkung, das wäre die kleiner Effekt, bis hin zur Nachtabschaltung, auch die Sommerabschaltung, ab wann geht das Gebäude nicht mehr in den Heizbetrieb oder wann geht es in den Heizbetrieb, sind auch nochmal Punkte, die überprüft werden können und optimiert werden können. Und letztendlich auch eine Anwesenheitssteuerung wie Urlaubssenkung ist ja auch möglich. Das ist bei Nichtwohngebäuden nochmal eine andere Fragestellung. Und beim Mehrfamilienhaus, häufig lässt sich das ja im Mehrfamilienhaus ab 6 Wohneinheiten ja eine Anwesenheitssteuerung zentral kaum umsetzen. Ja. Also dieses Auskühlverhalten des Gebäudes ist maßgeblich daran beteiligt, wie gut Nachtabsenkung oder Nachtabschaltung funktioniert. Wir haben halt ein Einsparpotenzial, wenn wir halt Nacht abschalten und wir haben halt auch die Möglichkeit, halt auch wieder auf Laufzeit zu bekommen. Das heißt also, es kommt immer darauf an, wie man im Grunde hier, man sieht im Grunde nochmal der Unterschied zwischen der Nachtabsenkung und die krasse Nachtabschaltung. Also es ist schon nochmal mehr Einsparpotenzial möglich. Dieses Monitoring, was man hier sieht, diese Heizungslinien, manche Anlagen haben so ein Monitoring schon draufgeschaltet. Also die Schule, die ich da jetzt gerade meine, die hat auch so einen Monitor mit verschiedenen Graphen drauf. Das heißt also, dieses Heizungs-EKG, was jetzt hier angelegt worden ist, das kann man natürlich auch selber machen, indem man sich einfach sich zwei Fühler besorgt, mit denen man halt die man auslesen kann. Und dann kann man halt sich diese eigenen Graphen halt auch erzeugen. Also es lässt sich halt auch mit ein bisschen Aufwand halt auch diese Grafikverläufe halt selber erzeugen. Um halt eine kleine Analyse zu haben, was passiert denn eigentlich mit meiner Heizungsanlage. Also wer sich den Brennwertcheck zum Beispiel besorgt hat, von Wöhler zum Beispiel, da ist Vor- und Rücklauftemperaturlocken schon integriert in dem Gerät. Man kann ja auch das Gerät einsetzen, ohne jetzt, sage ich mal, das Kondensat zu messen, wenn es kein Brennwertgerät ist. Und so kann man halt, oder ganz simple Anlegetemperaturfühle mit Loggerfunktion, zum Beispiel von Testo, lassen sich da ja auch einsetzen. Optimieren des Zirkulationsbetriebs und Absenken der Warmwassertemperatur, das ist ein heißes Eisen, gerade im Mehrfamilienhaus, wo wir unterwegs sind, dann da spielt ja immer auch die Hygiene ein. Und ganz klar ist ja, Hygiene geht vor Energieeinsparung. Aber die Pflicht besteht halt nicht für sogenannte Kleinanlagen. Eine Kleinanlage hat jetzt nichts mit Mehrfamilienhaus und Einfamilienhaus zu tun,
sondern eine Kleinanlage wird definiert mit wie viel Wassereinhalt ist das. Also es kann halt auch eine Großanlage sein im Einfamilienhaus, wenn ich die entsprechenden Wassermengen habe. Nämlich die Grenzen bestehen dahingehend, dass ich sage, ich habe eine Trinkwasserbereitung, die halt kleiner als 400 Liter ist und eine Anbindeleitung, die muss weniger als 3 Liter, gleich 3 Liter haben. Also die Anbindeleitung, das ist zwischen der Steigleitung und der Zapfstelle die Leitungslänge. Und wenn ich das einhalte, also weniger als 400 Liter und weniger als 3 Liter, dann ist das eine Kleinanlage. Und die Kleinanlage, da kann ich dann halt einmal die Zirkulationszeiten auf maximal 8 Stunden, also auf 16 Stunden dann reduzieren von 24 Stunden. Da kann ich die halt um 8 Stunden maximal dauerhaft abgeschaltet sein. Das heißt, also ich kann ganz gezielt meine Einschaltzeiten dann wählen. Das ist auch im Mehrfamilienhaus vielleicht sinnvoll, dass ich dann nicht 24 Stunden es durchlaufen lasse, je nachdem, was für ein System wir da haben. Oder wenn ich jetzt wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht Wohngebäudebereich bin, kann das ja auch, sollte ich mich auch nochmal um diese Einschaltzeiten der Trinkwassergeschichte suchen. Aber Trinkwasser im Mehrfamilienhaus ist immer mal ein Hygienethema. Aber der Vollständigkeit halber auch gesagt, im Einfamilienhaus, wenn wir das übertragen, die Pflicht besteht ja ab 6 Wohneinheiten. Das heißt aber nicht, dass wir diese Dienstleistung nicht auch in kleineren Gebäuden und Einfamilienhäusern anbieten können, dann aber halt freiwillig. Und da ist halt ein Absenken auf 50 Grad möglich, wenn vollständiger Austausch des Wassers innerhalb von 72 Stunden gewährleistet ist. Also wir haben halt ein paar Voraussetzungen, wo wir halt auch mit unserer Temperatur runtergehen können. Klar ist auch, Legionellen ist es egal, ob sie sich in einer Großanlage oder in einer Kleinanlage befinden. Das wissen die meistens vorher nicht. Wenn die Wachstumsbedingungen dort sind, dann entstehen halt dort auch die Legionellen. Und thermische Desinfektion ist da immer halt auch wichtig, wenn man halt dann die Temperaturen absenkt. Ansonsten darf halt das ist halt auch zu prüfen, das wäre zum Beispiel auch ein Prüfpunkt, ist halt die Zirkulationsleitung halt, dass wir maximal 5 Kelvin halt absenken dürfen. Das heißt also, die Rücklauftemperatur muss halt 55 Grad sein, die da wieder ankommt aus der Zirkulationsleitung. Und wir sehen hier mal in der Tabelle, wo auch verschiedene Literzahlen zusammengestellt worden sind. Also das wird ja wahrscheinlich eher im Einfamilienhaus unterwegs sein, wenn man sagt, wir haben jetzt hier ein DN10 Kupferrohr. Das würde dann halt fast 37,9 Meter Leitungslänge entsprechen. Die 15er Leitung mit 0,133 Litern, das würde dann fast 22,5 Meter entsprechen. Die DN15 Leitung, eine Standardleitung, mit 0,201 Litern pro Meter, würde dann halt 15 Meter Leitungslänge bedeuten. Und bei einer DN20er Leitung als Zirkulation und beziehungsweise als Anbindeleitung schon recht groß. Das ist wahrscheinlich dann, damit kann man losgehen. Also man wird nicht ein Rohrdurchmesser in einem Strang finden, sondern wahrscheinlich auch mehrere. Da müsste man das zusammenzählen, vielleicht ein bisschen abschätzen, da kommt man ungefähr dann auf die Literzahlen hin. Also eine DN20 mit 0,314 Liter sind immer noch 9,55 Meter, um halt diese 3 Liter zu erreichen. Und bei einem DN25, also 0,531 Liter pro Meter, sind es halt 5,65 Meter, um diese 3 Liter schon zu überschreiten. Also man sieht halt hier, dass durch die Rohrdimensionierung sehr schnell die 3 Liter erreicht werden. Und wenn ich kleine Durchmesser habe, also ne, DN10, das ist also ein sehr, sehr kleiner Durchmesser, dann sind das halt fast 37, also fast 38 Meter Rohrlänge, um die 3 Liter zu erreichen. Genau, es geht ja auch um Optimieren der älteren Heizungsanlagen und da steht halt prüfende Einstellung der Umwälzpumpe. Also nicht nur, dass wir die Umwälzpumpen identifizieren und sagen, okay, das ist sie, sondern auch sagen, die Einstellung. Das heißt also, es kann natürlich sein, dass wir prüfen und feststellen, da gibt es nichts einzustellen, weil das kann die gar nicht, kann gar nichts einzustellen. Das wäre, sage ich mal, der uralte Zustand. Das glaube ich allerdings nicht. Die meisten in den größeren Mehrfamilienhäusern haben schon nochmal die ein oder andere Investition in der Pumpe gemacht.
Und dann geht es darum, ja, die Pumpenkennlinie und den Arbeitspunkt herauszufinden. Das heißt also, da müssen wir uns jetzt ein bisschen mit der Pumpentechnik auseinandersetzen. Das erfordert aber natürlich notwendige Angaben. Ich kann das ja nicht einfach nur so machen im Trial-and-Error-System, sondern ich brauche natürlich Angaben wie den Volumenstrom im Nennlassfall und den Druckverlust des Netzes. Tja, und wo bekomme ich den her? Den bekomme ich natürlich nur her, indem ich einen vorhandenen hydraulischen Abgleich habe. Also, das sind ja Wohneinheiten größer 6 Wohneinheiten und Nutzungseinheiten. Das heißt also, hier hätte schon ein hydraulischer Abgleich gemacht werden müssen. Wenn der hydraulische Abgleich vorliegt, dann kann ich natürlich anhand des vorliegenden hydraulischen Abgleichs meine notwendigen Angaben nehmen und überprüfen, ob die Pumpe korrekt eingestellt ist. Liegt halt kein hydraulischer Abgleich vor, ja, muss ein hydraulischer Abgleich erstellt werden, damit ich halt diese notwendigen Angaben halt bekomme, um eine Optimierung der Pumpe durchzuführen. Denn der hydraulische Abgleich ist ja nun kein Selbstzweck, sondern soll ja auch den Zweck dienen, dass die Volumenströme so im Gebäude oder die Pumpe dann so eingestellt wird, dass sie halt auch effizient die Wärme verteilt wird. Also nicht nur einfach eine Übung zum Selbstzweck. Das bedeutet auch, ich muss ein Rohrnetz kennen und hier haben wir natürlich eine große Herausforderung, gerade bei Mehrfamilienhäusern gibt es unterschiedliche Situationen. Entweder versuchen wir über Optimus eine Abschätzung zu machen, um halt ein besseres Verständnis für das Rohrnetz zu haben. Oder wir haben halt machen das über einen Strangschema Generator und versuchen über einen Strangschema Generator im Grunde dann auch das Rohrnetz abzubilden. Also man kann halt über das Optimus-Verfahren, was jetzt auch mittlerweile schon, glaube ich, über 20 Jahre alt ist, versuchen mit der Identifizierung von nah, mittel, weit ein Rohrnetz zu bestimmen, die Volumenstufe zu bestimmen. Das wird zunehmend bei größeren Gebäuden eine Herausforderung. Ich glaube, Hotgenrot rechnet nur bis 100 Heizkörpern und auch verschiedene Stränge lassen sich nicht gut abbilden, sodass man so einen kleinen Kunstgriff machen muss, dass man das Optimus-Berechnung sozusagen dann immer strangweise macht. Das heißt also, man identifiziert dann die Stränge, in denen die Heizkörper eingeteilt sind, oder die Stränge, die Heizkörper verteilt sind, und kann dann pro Strang im Grunde sich dann dieses Optimus sich ausrechnen lassen, sodass man auf die notwendigen Kennwerte bekommt. Dann muss man, wenn man mit einer Pumpe arbeitet, dann nur noch die Volumenströme addieren. Hier sieht man auf der rechten Seite ein abgeleitetes Berechnungsschema, das heißt also ein einfaches Schema, um halt die Stränge aufzuteilen. Hier mal beispielhaft schon passiert, sodass ich halt identifizieren kann den größten Druckverlust eines Heizkörpers und die Umrechnung halt des notwendigen Volumenstromes. Hier halt 430 Kilogramm die Stunde muss halt das Rohrnetz. Sage ich mal, benötigt das Rohrnetz. Und wir sehen halt hier, unsere Umwälzpumpe hat verschiedene Bereiche, in der sie fahren kann. Die Pumpenkennlinien, auf die halt dann halt der Betriebspunkt eingestellt werden kann. Und wenn ich halt einen optimalen Arbeitspunkt eingestellt habe, bedeutet das hohe Wirkungsgrade. Und wenn ich halt, das wird wahrscheinlich hier eher selten der Fall sein, wenn ich sie zu klein habe, dann wird es in der Regel Schimpfe geben. Das heißt aber, wenn die zu ungünstig gewählt ist, dann habe ich halt auch einen niedrigen Wirkungsgrad. Also dadurch, dass ich weiß, wie viel Volumenstrom ich in der Nennlast haben muss, kann ich mir natürlich diesen Auslegungspunkt auf meiner Kennlinie dann heraussuchen und weiß halt alles klar, ich habe jetzt hier die 430 Kubikmeter in der Stunde und also die 44 Kubikmeter in der Stunde und kann den halt hier in meiner Pumpe einstellen. Und das setzt natürlich ein bisschen voraus, wie gesagt, ich muss einige Erfahrungen haben. Da bieten wir ja noch vertiefende Schulungen dazu an, wo man genau das nochmal macht. Also wir haben Kram nochmal, das ganze Thema Wärmepumpe
Und Teil 3 und 4, da wird es halt auch speziell auch nochmal darauf eingehen, wie wir da, wird es auch einen Teil geben, der sich ausschließlich um den hydraulischen Abgleich geht. Das ist das Thema auch beim nächsten Mal, wo wir dann halt verstärkt an diese Thematiken halt auch vertiefen werden. Also dafür ist auch heute der Kurzblick GEG Schritt für Schritt ja auch nicht geeignet. Aber dass man weiß, was bedeutet im Grunde dieses Optimierung älterer Heizungsanlagen? Ja, Absenken der Heizgrenztemperatur, das ist im Grunde eine Doppelung. Wir haben ja schon das Absenken der Vorlauftemperaturen und gehabt. Und was ist nicht anderes als das Erkennen der Heizgrenztemperatur? Auch halt ein weiterer Punkt, dass ich weiß, ab welchem Punkt fängt halt ab welchem Punkt beginnt halt die Heizung halt ja, zu heizen. Und das wäre halt, würden wir hier nochmal eine Schleife drehen, halt in den Punkt. Also auch das Absenken der Heizgrenztemperatur eine Optimierungsmaßnahme, die umgesetzt werden soll. Am Ende gibt es wie immer eine Information an den Eigentümern, einmal über die Einsparmaßnahmen. Wir sollen halt auch den Einsatz erneuerbaren Energien und auf die 65% EE-Pflicht hinweisen. Wir haben hier unseren Effizienzcheck und der wird auch bleiben. Es wird halt Effizienz.check weiter heißen. Und das, was wir als Ensim-MAV gemacht haben, ist jetzt dann, wird es sich aufteilen in einmal eine Pflichtprüfung nach Paragraph 60b für Gebäude mit größer als 6 Wohneinheiten. Also im Mehrfamilienhaus mit mehr als Wohneinheiten wird das dann Pflicht sein. Und dann wird hier oben drinne stehen halt, dann wird hier oben halt drinne stehen, Prüfung nach 60b. Und für alle Gebäude, die halt weniger als 6 Wohneinheiten sind, da ist das halt eine freiwillige Überprüfung. Da gibt es halt keine Pflicht nach 60b, sondern da wird es halt einfach so angeboten als freie Dienstleistung. Also wir kennen diese Bescheinigung, da müssen die Softwarehäuser halt nur etwas umbauen. Wir haben halt keine zwei Dokumente mehr, wo wir sagen, wir haben jetzt hier eine Bescheinigung und ein Protokoll. Es wird nur noch im Grunde diese eine mehr, den Mehrseiter geben, wo wir dann im Grunde am Ende halt auch die Optimierungsmaßnahmen aufführen und weitere Hinweise können. Da werden wir auch die Mustertexte nehmen, die wir haben. Das wird halt einmal angepasst werden. Wir haben uns dazu entschlossen, jetzt die Reihenfolge nochmal zu ändern, so wie jetzt, sag ich mal, der 60b halt ist, in der Reihenfolge mit Heizungsregelung, Umwälzpumpe, Dämmung und hydraulischer Abgleich. Das ist halt bei der Ensim-MAV etwas anders gewesen, aber im Grunde bleibt es da so. Das waren die Haupt Schritte, Heizungsprüfung, Heizungsoptimierung. Also wie gesagt, das Neue ist, dass das jetzt zusammengedacht wird. Aber wir haben halt, wenn es um Heizungsoptimierung auch geht, dann kann es halt auch sein, dass wir ja bei der Prüfung feststellen, es gibt keinen hydraulischen Abgleich. Ich kann an dem Punkt ja gar nicht weitermachen. Eine der Aufgaben von mir ist ja dann jetzt zu sagen, ich möchte die Pumpe optimieren. Es geht nicht. Der hydraulische Abgleich fehlt. Also schreibe ich einen Mangel. Ich meine, das ist eine freiwillige Dienstleistung, das ist keine verpflichtende Überprüfung von uns. Ein Mangel an die Hausverwaltung, sage hier, der hydraulische Abgleich fehlt übrigens und ich kann an diesem Punkt nicht weitermachen. Und dann muss diese Umsetzung nach einem Jahr, also die haben halt Zeit, diesen Mangel nach einem Jahr umzusetzen. Das ist jetzt mal formal GEG. Da kommt jetzt keiner von der GEG-Polizei und nimmt die dann fest, wenn das jetzt nicht passiert ist. Aber dass man einfach weiß, es gibt halt einen Mangel, der innerhalb einer Jahresfrist umgesetzt werden soll. Das heißt also, der hydraulische Abgleich muss innerhalb eines Jahres dann gemacht werden, damit wir die Einstellwerte für unsere Pumpe haben. Diese Überprüfung muss halt auch wiederholt werden, wenn sich der Wärmebedarf ändert. Das heißt also, wenn jetzt eine Sanierung ansteht von dem Gebäude, klar, dann muss einfach das nochmal sich angeschaut werden. Auch
Wenn Änderungen in der Heizungsanlage vorgenommen werden, muss halt auch die Prüfung wiederholt werden. Und wenn sich der konditionierte Bereich ändert, das heißt, also es kommt etwas dazu, dann muss auch dort eine Wiederholung gemacht werden. Das wären also schöne Punkte für die Hinweise, dass man aber sagt, bitte beachten Sie, eine Wiederholung ist notwendig, wenn, und dann diese drei Punkte aufzählen. Und das war es auch schon für den 60b als Kurzeinblick, und ich habe Zeit für Fragen.